Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Charmy Box aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ab 23,33 kostet diese Box, die erscheint alle 2 Monate und wir haben hier vegane Beauty-Produkte drin enthalten, die, ich meine, auch alle tierversuchsfrei sein sollten. Ich bekomme sie in der Kooperation, vielen, vielen Dank, liebe Ina, und habe auch einen Code, Claudi10, damit bekommst du 10% Rabatt auf deine erste Charmy-Box. Und was sollte ich noch sagen? Ich glaube, ich darf auch eine verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Wir können uns jeden Monat ein Produkt unserer Wahl aussuchen. Also da ist quasi dann immer so eine Wahlmöglichkeit. Und ja, ich bin gespannt, was ansonsten hier noch weiteres mit drin enthalten ist. Ich werde hier auch immer auf eine schöne Reise mitgenommen, neue Marken auszuprobieren. Und finde es immer sehr, sehr interessant, wie Ina die ganzen Produkte zusammengestellt hat. Und ich entferne jetzt einfach mal den Deckel. Tada! Und das Erste, was einem hier so ins Auge fällt, ist immer ein Kärtchen, was die liebe Ina mit dabei gepackt hat. Und die macht auch die Inado Art. Also das ist ihre eigene Kunst und da hat sie auch einen Instagram-Channel, kann ich euch super gerne in meiner Infobox verlinken. Viel Freude mit der Box hat sie bei mir draufgeschrieben, weil es Kooperation und ne, ja, eine ganz, ganz liebe ist das. Ich habe sie noch nie persönlich getroffen und ich freue mich drauf, das irgendwann mal machen zu können. Das wäre total cool, wenn sich das irgendwann mal so ergeben würde. Hier haben wir dann auch die Produktkarte, wo die Produkte aufgeführt sind mit Preisen, die Inhaltsstoffe, Verwendungshinweise und so, ne? Und ja, so schaut es aus. Im Butterbrotspapier eingepackt, sehr, sehr liebevoll, mit diesen Seidenschleifchen auch verschlossen. Und da merkt man halt auch irgendwie, ich finde, dieses Liebevolle tatsächlich, was da auch reingesteckt wird, ne? Denn ich glaube, es ist gar nicht so leicht, eine Beauty-Box auf einem Markt oder auf einem großen Markt, wie er tatsächlich auch da ist, zu etablieren. So, hier sehen wir einmal die Produkte in der Box. Ich sehe auch schon ein bisschen dekorative Kosmetik. Und das hier ist auch das Wahlprodukt gewesen von Woga Woga Natural and Organic Soft Shade Cream Contour. Habe ich mir nämlich ausgesucht. Man hätte sich, glaube ich, auch irgendwie so ein Highlighter oder sowas aussuchen können. Genau, entweder Highlighter oder Cream Contour. Und ich habe mir, wie gesagt, die Cream Contour ausgesucht. Finde ich sehr, sehr interessant. Und dann schauen wir doch einfach mal rein, wie das so aussieht. Das sieht richtig gut aus. Soft Shade könnte wirklich richtig gut passen, ne? Von der Farbe her. Es ist auch relativ hell, was bei mir sehr passend ist. Und auch so ein Tick aschig, was ich gerne mag. Muss ich dran riechen? Nein, eigentlich muss man nicht dran riechen. Sehr, 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 sehr cool. Doch, das wird auf jeden Fall in Anwendung genommen. Kann ich euch dann demnächst mal zeigen. Ich habe ja auch mal so dieses Full-Face-Beauty-Boxen gedreht. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wäre das ein Format, was euch wieder interessiert, was ich wieder aufleben lassen sollte? Bin ja irgendwann dazu übergegangen, Entschuldigung, dass wenn ich dann die #ungeschönt-Videos mit Sarah Isabel geschminkt habe, dass ich da zum Beispiel dann solche Produkte auch integriert habe und euch dann auch gezeigt habe. Ne? Genau, also das ist schon mal ein richtig, richtig cooles Produkt und das hat schon Wert von 14,99, was echt gut ist. Dann habe ich hier von I+M Berlin eine Augenpflege Mix and Match Deep Puff Augen Roll-On mit Gurke und grünem Tee. Schöne Sache, ne? Finde ich ziemlich cool. Kann man gut gebrauchen, um einfach mal so einen frischen Kick am Morgen zum Beispiel zu bekommen. Gerade grüner Tee, ne? Ist ja so für Frische auch bekannt. Das ist aus Glas. Wie viel sind hier drin? 10 Milliliter, aber da kommst du wirklich lange mit aus, wenn es so ein Roller ist, ne? Ich würde es nicht solo verwenden. Ich würde dann darüber tatsächlich noch meine Augencreme auch auftragen, einfach weil meine untere Augenpartie sehr, sehr liebebedürftig ist. Also ich sehe jetzt heute auch ziemlich müde aus, aber ich meine, gut, ich bin müde, ja, aber es ist alles gut. Ich habe aber, glaube ich, den Augenlook tatsächlich ein bisschen, der ist nicht so gut gelungen. Ne? Schaut gerne mal in dem Video hier oben vorbei, da habe ich eine neue Limited Edition ausprobiert. Kleiner Fail. Okay, also, da bin ich sehr froh drüber. Das ist ein tolles Produkt, wo man sich echt drüber freut, finde ich. Als nächstes habe ich ein Serum von Antonin B. Paris. Ja, mit, also für Cheveux, also für die Haare. Aha. Aha, mit Ceramiden. Wie viel Milliliter haben wir hier drin? Das sehen wir gleich.
holen wir das erstmal aus seiner Verpackung raus. 20 Milliliter sind hier drin. Okay, sehr schön. Also ein Haarserum ist auch immer eine ganz gute Sache. Jetzt wird es ja auch ein bisschen kälter, ne? Und dann wird alles trockener und dann sind auch die Haare trockener. Serum du Dessert, also quasi ein Serum zum Dessert für mit Ceramiden. Sehr, sehr süß gesagt. Vegan Strengthening Hair Serum for Damaged, Dry and or Color Treated Hair. Sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt kein koloriertes Haar, ne? Ich bin natürlich blond, es ist wie es ist, Leute, ne? Aber kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich habe jetzt eine etwas andere Haarroutine mir angeeignet. Habe jetzt auch wieder angefangen, meine Haare zu föhnen. Und so sehen die jetzt auch wieder ein bisschen fresher aus, finde ich. Die sahen eine ganze Zeit sehr, sehr trocken aus. Und ich hatte auch sehr viel so einen fettenden Ansatz schnell gehabt. Das habe ich jetzt in den Griff bekommen, Gott sei Dank. Ja, das finde ich sehr interessant. Dann habe ich hier das vorletzte Produkt und zwar von Lady Green Paris. Da hatten wir auch schon mal öfters Produkte drin von der Marke. Ein Micellen war, wow. Wenn man Französisch und Englisch liest und das versucht irgendwie gleichzeitig zu übersetzen, das ist manchmal ganz schön Knoten im Kopf, ey. Ein reinigendes Micellenwasser für das Gesicht und die Augen und das ist für Mischhaut und ölige Haut geeignet, also leider nicht für meine trockene Haut. Ist eine große Größe mit 200 Millilitern, kann man zum Beispiel ja auch zum Abschminken verwenden, da empfehle ich aber definitiv nochmal danach, sich das Gesicht zu waschen, dass du halt das Produkt runterbekommst und halt auch die Make-up-Reste, die dann so drauf sind und ich wird eh Double Cleansing machen, also danach dann halt nochmal einen Schaumreiniger oder sowas verwenden. Aber ja, ich finde die Verpackung extrem schön. Das sieht richtig, richtig ansprechend aus, also schön frisch und so weiter, ne? Aber leider nicht mein Produkt. Und jetzt kommen wir zum letzten und auch das ist, da freue ich mich drüber, dekorative Kosmetik von Puro Bio. Ein Eyeliner und Fliegfeldtipp. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ich mag ja sehr gerne so flüssige Eyeliner. Vor allem, wenn es auch mit einer Filzstiftspitze ist, dann sind wir halt Freunde, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, den musst du vorher schütteln, ne? Dip-Eyeliner mit 3,1 Milliliter. Auch das dürfte eine Full-Size sein. Finde ich schön. Also das kann man gut gebrauchen. Und dann haben wir eine Kontur. Wir haben einen Eyeliner mit dabei. Eine Augenpflege, eine Haarpflege, was zum Abschminken. Also es ist durchdacht. Und das ist eben eine Sache, wo ich halt auch immer sage, bei der Charmy Box hast du auch Produkte drin enthalten, die einfach sinnvoll sind. Das sind Produkte, die wir einfach in unseren Alltag integrieren können, weil das schon ab und an mal auch ein bisschen was Spezielleres ist. Aber es ist hauptsächlich so für unsere Basic-Routine gedacht, ne? Und das finde ich auch ansprechend, weil für mich ist es natürlich auch cool, wenn ich dann fancy Produkte und so auspacken kann, aber ich finde es irgendwie so vom Sinnhaftigkeitsgedanken her schön, zu sagen, Mensch, du kannst alle Produkte einfach so in dein generelles Routinegedönsen integrieren und halt auch verwenden, ne? Also man hat da direkt eine Verwendung für. Vielleicht ist für den einen oder anderen so eine Cream-Kontur nicht unbedingt so das Alltagsprodukt überhaupt, aber das kommt halt auch immer auf die Person an, ne? Ihr Lieben, schöne Box, muss ich wirklich sagen. Schreibt mir super gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde, dass die wirklich gut gestaltet ist und das Einzige, was halt quasi außen vor bleibt, ist der Körper, aber das ist nicht schlimm. Also manchmal haben wir auch mehr Körperpflegeprodukte drin enthalten, ne? Das ist schon sehr ausgewogen. Und ja, dann wäre es das ja auch schon gewesen. Vielen, vielen Dank, liebe Ina, für die Zusendung der Box, für die Bereitstellung des Codes und auch der zu verlosenden Box. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.